So, hallo, hallo, liebe Zuschauer, ich grüße Sie heute zur dritten Sendung von Brokers im Live-Trading TV am heutigen Tag. Wir wollen uns hier verschiedene Underlyings anschauen, wie angekündigt S&P 500 in einer ungebremsten Aufwärtsperformance, um dann nochmal das Rohöl genauer unter die Lupe zu nehmen. Jetzt jedoch hier zum S&P 500. Gestern die Annahme, okay, der Index hat hier die Chance, nochmal ein Stück weit hochzukommen und sollte dann in Richtung 2067 fallen. Das ist während des gestrigen Abendhandels nicht mehr passiert, aber während der ja, außerbörslichen Session, Sie sehen ja die 24-Stunden-Indikation von oder vom S&P 500 vielmehr, und genau dieser hat praktisch hier dann im außerbörslichen Geschäft sozusagen beinahe dieses Korrekturziel erreicht. Jetzt am Morgen in der Früh sozusagen ging es dann jetzt hier dann im Sinne des europäischen Erholungsimpulses weiter nach oben. Der S&P 500 konnte hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend auf Stundenbasis unterschreiten, beziehungsweise vielmehr überschreiten. Sehen wir hier, gestrigen Handelstag in der Night Session passiert, dann das heutige Geschehen und jetzt haben wir hier einen kurzfristigen Aufwärtsimpuls laufen. Also die Erholung hier kurzfristiger Natur intakt. Eine Gegenreaktion war ja beinahe schon überfällig. Und genau diese sehen wir jetzt. Kleiner Augenblick, ich will ja nochmal die Ranges auch gleich nochmal genauer betrachten, um sozusagen hier auch mal zu klickern. Hier dann praktisch auch gleich nochmal den Blick auf die heute noch zur Verfügung stehenden Range zu richten. Denn der S&P 500 ist ja schon wieder deutlich Overrange in Anführungszeichen unterwegs. Wohlbemerkt hier in der 24-Stunden-Indikation, wie wir sie ja auch hier sehen. Faktisch aber ist es so, dass der S&P jetzt hier kurzfristig scheinbar hier die Marke von 2100 Punkten anzuvisieren scheint. Dieser Bereich, beziehungsweise knapp darunter, ist allerdings hier als Widerstandsbereich zu identifizieren, jetzt haben wir es, sodass ich jetzt hier für heute nicht von einem direkten Ausbruch ausgehe. Auch vor dem Hintergrund, dass wir im Prinzip die Range jetzt hier nahezu schon ausschöpfen. Der S&P 500 ist ja seit dem Start eben hier in den US-Handel schon gut gestiegen und hat im Prinzip seine Range jetzt schon ausgeschöpft. Im Schnitt bewegt er sich so 16, 17 Punkte am Tag. Und das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Das hat er im Prinzip jetzt schon erreicht. Und aufgrund dessen, dass wir hier jetzt knapp unter 2100 Punkten den Intraday-Widerstand haben, sehe ich den S&P 500 kurzfristig eher rückschlagsgefährdet. Der DAX übrigens, da kann man an die Analyse von vorhin anschließen, hat sich jetzt exakt in den Widerstandsbereich um 2170 Punkte emporbar gearbeitet und das ist eigentlich auch ein Niveau, wo ich sage, jetzt sollte der Index erstmal durchschnaufen, ja, um dann gegebenenfalls im Anschluss nochmal einen Ausbruch zu vollziehen. Aber ob das jetzt direkt passiert, das erscheint doch schon ein Stück weit fraglich. Sollte der Index S&P heute weiter aufdrehen und über 2100 Punkte schließen, dann kann man nicht ausschließen, dass hier nochmal 10, 12 Punkte, gerade mit Blick dann auch auf morgen, drin wären. Generell habe ich aber auch hier die Option noch in petto, dass wenn der Index hier diese Erholung jetzt abbrechen sollte, dass es dann hier durchaus auch, wenn wir diesen kurzfristigen Aufwärtstrend brechen, es hier relativ zügig weiter gen Süden gehen kann. Das bedeutet hier speziell unterhalb von 2085 Punkten dann wieder in Richtung 2070, 2067. Allerdings ist das jetzt hier nicht das präferierte Szenario. Hier unterhalb von 2100, gerade vor der Marke von 2100 Punkten, jetzt erstmal ein blaues Auge holen, dann zurücksetzen und dann gegebenenfalls hier den Ausbruch im nachbörslichen, außerbörslichen Geschäft oder Schrägstrich dann morgen vollziehen. Das erscheint mir hier aktuell doch die wahrscheinlichere Variante. Ansonsten, wenn wir über 2100 Punkte rausgehen, dann ist der Index buchstäblich hot. Aber schauen wir uns hier kurz mal den Stundenchart zum S&P 500 an, hier mit dieser True Range im Schnitt eben rund 16 Punkte. Und wir haben, das ist allerdings hier auf die vorbörsliche Indikation bezogen, wir haben hier nun mal jetzt diese rund 16 Pips schon absolviert. Hier die heutige Candle,
also hier die 24-Stunden-Indikations-Candle. Und da sehen wir, dass wir hier schon am oberen Limit sind. Ja, wir haben jetzt hier, wie auch schon gerade gesehen, das sehen wir auch, wenn wir uns hier ein Stück weit aus dem Chart rausscrollen, jetzt hier zum Beispiel im 4-Stunden-Chart-Intervall, dass wir hier jetzt diesen Widerstandsbereich haben. Und meines Erachtens ist da hier noch nicht aller Tage Abend, sodass wir jetzt hier freudig nach oben rausziehen dürfen. Erscheint der Index nach diesem freudigen Auftakt jetzt vielmehr eher bereit dafür, eine Konsolidierung zu vollziehen. Und letztlich ist jetzt hier nach diesem freundlichen Auftakt meines Erachtens eigentlich alles gelaufen. Der S&P 500 hier mit knapp 0,9% im Gewinn. Das müsste dann heute schon richtig nach oben durchknallen, dass hier noch was Großes passiert. Wir haben Haushaltssaldo, das ist jetzt hier nicht eine Nachricht, die den Markt hier um starke Prozente bewegen dürfte. Also insofern hier jetzt eigentlich das Potenzial schon ausgereizt und hier vielmehr seitwärts/temporär rückläufige Kurse zu erwarten. Das mal zum S&P 500, aber das möchte ich hier in diesem Chart noch ergänzen. Es scheint so, dass wir morgen/übermorgen, also dem restlichen Wochenverlauf, hier durchaus eine positive Tendenz noch abgewinnen können, was dann in der Folge eben hier zu Kurssteigerungen bis oberhalb von 2110 Punkten führen könnte. Und dann, liebe Zuschauer, schauen Sie her, sind wir hier in diesem oder an diesem Abwärtstrend hier im Stundenchart-Intervall und dann wird es wirklich spannend, ja, was der Index dann eben genau in diesem Bereich macht. Das schauen wir uns morgen natürlich live an. Hier auch der Tageschart noch kurz zum S&P 500. Hier genau die Zone, 2100 Punkte, ist, Schrägstrich, war schon unlängst mal ein Widerstand. Genau da laufen wir jetzt hin. Und dieses Szenario, dass wir hier bei 2085 Punkten wieder nach unten drehen, erfüllte sich nicht. Mit der Stärke muss man hier das Setup wieder on acta legen. Ich hätte hier definitiv einen stärkeren Rücklauf erwartet bis 2067, der ja nachbörslich kam. Aber ich hätte es mir, wie gesagt, auch im hauptbörslichen Handel eher gewünscht. Grundsätzlich wird es jetzt hier spannend, aber das Potenzial hier kurzfristig Richtung 2110 Punkte anzusteigen, scheint mir gegeben. Wohl bemerkt, ich werde den Fall mal ein bisschen anpassen, nach April von 2100 Punkten, dann scheint mir hier das eher die Variante, die man hier in den Fokus nehmen sollte. Warten wir ab, es bleibt auf jeden Fall spannend. S&P 500 wäre in dem Fall besprochen. Schauen wir auf das Öl. Wir haben Daten bekommen. Und zwar fielen die, je nach Ansicht der Lage, das ist natürlich immer die kritische Frage, schwupp, den muss ich mal wegmachen, US-Dollar-Index gibt es morgen als Analyse, kann ich gleich schon mal ankündigen. Die Öldaten fielen, also der Rückgang, es wurde hier nicht ganz so starker Rückgang in der Lagerhaltung erwartet, sowohl im Rohöl als auch im Benzin. Benzin gab es keine Veränderung, sehe ich gerade, aber im Rohöl fällt um 6,81 Millionen Barrel. Erwartet wurde lediglich ein Rückgang von 2 Millionen Barrel. Also hier der Rückgang in der Lagerhaltung doch schon stärker. Der Markt reagiert zunächst verschnupft und hier vorhin auf die Analyse vom Rohöl hingewiesen. Oberhalb von 60 Dollar bleibt die Lage grün. Wenn der Index sogar hier im Pullback in Richtung, ja, ein bisschen komfortabler mal nach unten gezogen, in Richtung 59,50, 59 vollziehen würde, dann wäre das hier sogar noch eine relativ gute Chance, im Sinne eines Pullbacks eben an diese gebrochene Abwärtstrendlinie hier einzusteigen, um an einem Lauf in Richtung 65 Dollar teilzunehmen. Die Chancen dafür sehe ich weiterhin günstig, Rohöl hier mit der Chance nach oben hin anzusteigen. Gut, liebe Zuschauer, dann hätten wir das auch schon mal besprochen für heute. Wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder ein. Da gibt es wieder zwei, drei Sendungen. Wir werden die Frequenz jetzt nach meinem Urlaub wieder ein Stück weit hochschrauben und natürlich dann auch der ein oder andere Check. Ich darf Sie jetzt auch schon darauf vorbereiten, dass es noch einen sehr, sehr interessanten Aktiencheck zu einem saisonalen Titel geben wird. In circa einer Stunde spätestens haben Sie den hier im JFD Desktop bzw. auf der Gottmor Trader Startseite zu sehen. Saisonalen hochinteressanter Titel zu den statistischen Kennzahlen und dem konkreten Wert dann später mehr. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein. Wenn Sie mögen, hören wir uns wie gesagt morgen wieder. In dem Sinne, schönen Feierabend, auf bald, Ihr Christian Kämmerer.